Ich habe schon gehört, also ich habe mich mit eurem Lehrer unterhalten. Also, super Typ, wo bist denn du? Schön, du bist ein richtiger Fan, ne? Finde ich toll. Geschichte und Deutsch hast du mir gesagt, ne? Also ich bin ganz ehrlich, das ehrt mich. Weil du hast. Also du hast halt was auf dem Kasten, das finde ich toll. Normalerweise hat mein Publikum. Ich beende den Satz nicht. Aber gut. Nein, aber schön, schön. Meine Eltern beschweren sich auch immer wieder. Mein Vater meinte letztens, du erzählst zu viel von unserem Privatleben. Wir haben kein Privatleben mehr wegen dir. Hat mein Vater gesagt, meine Mutter, Schatz, wir sind über 60, wir haben kein Privatleben mehr. Und mein Bruder läuft vorbei und fragt, warum macht ihr jetzt OnlyFans?